Was gibt es Schöneres, als im Sommer auf dem Balkon zu sitzen, die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, den Tag ausklingen und die Seele baumeln zu lassen? Was aber, wenn Haus und Sonne aber kein Balkon vorhanden ist oder der bestehende schlichtweg zu klein? Dann kommt Metallgestalter Thomas Schneider aus Stromberg ins Spiel. Das ist die Familie Dienel auf ihrem Balkon. Aber etwas trübt den Sommerspaß. Der Balkon ist für die Bedürfnisse der Familie einfach zu klein. Kann man den Sommer doch nur mit zwei Personen genießen. Also ruft der Dienel-Metallgestalter Thomas Schneider aus Stromberg zur Hilfe. Kurze Zeit später klingelt der auch schon an der Tür. Gemeinsam mit dem Hausherrn geht es zu einer ersten Bestandsaufnahme. Zunächst schaut sich Thomas Schneider dafür den bestehenden Balkon von außen an. Der Hausherr erklärt vor Ort noch einmal, worum es ihm geht. Ja, wir wollen hier unseren Balkon vergrößern. Der ist leider etwas klein geraten. Das haben wir beim Bauen auch nicht so beachtet. Aber alles so wollen wir so ein bisschen nach draußen, 1,50 Meter vielleicht. Im Beratungsgespräch fertigt Thomas Schneider zunächst eine Skizze der Befestigungslösung an. Soll der Balkon doch möglichst unauffällig an den Bestand angepasst werden. Der Metallgestalter erklärt den Dienels, wie der Balkon am Haus angebracht wird, zeigt auf, welche Designmöglichkeiten es gibt und fragt die Wünsche der Familie ab. So bekommen die Dienels schon jetzt eine Vorstellung davon, was sich in wenigen Wochen an nur einem Tag an ihrem Haus verändern wird. Wir werden an diesem Balkon, den werden wir vergrößern, weil der zu klein ist. Wir werden den vergrößern um ca. 2 Meter in der Breite. Die Vergrößerung wird stattfinden, ohne dass wir an dem Gebäude Schäden entstehen lassen. Wir werden kein Loch in die Wand stemmen, wir werden keine Betonstücke abstemmen müssen. Wir werden den Balkon auf 2 Säulen stellen. Die Befestigung am Haus wird stattfinden durch eine spezielle Konstruktion. Dieser gesamte Balkon wird komplett neu statisch berechnet. Wenn der später fertig ist, wird es ein Schmuckstück für das Haus sein. Es wird ein Designbalkon entstehen. Gesagt, getan. Mit den Wünschen der Dienels im Gepäck geht es zum Statiker. Dort werden die Maße und Berechnungen, die der Metallgestalter aufgenommen hat, noch einmal auf Herz und Nieren überprüft. Gilt es doch, den Balkon nicht nur ästhetisch gelingen zu lassen, sondern auch die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Wie es mit dem Balkon der Familie Dienel weitergeht, sehen Sie in Kürze hier bei HWK-TV. Für viele Jugendliche hat am 1.8. die Ausbildung begonnen. Doch nicht jeder Ausbildungsbetrieb wurde rechtzeitig fündig und sucht noch engagierten Handwerkernachwuchs. Wir haben bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz nachgefragt. Die Ausbildungsberatung berät alle, die an Ausbildung beteiligt sind, das heißt die Betriebe, die Jugendlichen, die Eltern, zum Teil auch die Lehrer und berät in allen Fragen, die mit Ausbildung zu tun haben. Das können Fragen sein im Vorfeld der Ausbildung, wie bewerbe ich mich richtig, wo kann ich mich bewerben, auf was muss ich achten, welche Betriebe suchen aktuell Auszubildende. Vielleicht, wenn der Jugendliche Probleme hat, eine Ausbildungsstelle zu finden, was könnte man tun, wie könnte man hilfreich zur Seite stellen, dass trotzdem eine Ausbildungsstelle gefunden wird. Häufig sind natürlich auch Fragen, die Jugendliche betreffen, die bereits in Ausbildung sind, wenn Probleme während der Ausbildung bestehen, dass man eben guckt, dass man diese Probleme beseitigt, dass die Ausbildung dann auch gut weiterläuft. Wir haben noch ungefähr 190 Ausbildungsstellen aktuell im Angebot, natürlich bezogen auf den ganzen Kammerbezirk und quer durch alle Gewerke. Und man kann den Jugendlichen nur raten, sich jetzt noch schnellstmöglich zu informieren, wo Ausbildungsstellen aktuell frei sind, Bewerbungen auf den Weg zu bringen. Und es bestehen durchaus noch gute Möglichkeiten, jetzt auch noch eine Ausbildungsstelle zu finden. Eine weitere Chance für Lehrstellensuchende gibt es am 29. August beim Aktionstag Lehrstellenbörse 2009 im HWK Citybüro Koblenz. Informationen zu freien Lehrstellen gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de, Rubrik Lehrstellenbörse oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Und Action! Weißt du, wie das Ding funktioniert? Nee, keine Ahnung. Und du? Du kannst filmen? Dann zeig es uns. Schnittstelle. Handwerk, wie du es siehst. Der Filmwettbewerb der Handwerkskammer Koblenz.